So. Warte, ich glaube, jetzt muss ich wieder das Kraut hier reinräumen. Und. Also mit Claire zumindest war ja dann weiter hinten. War ja die Dunkelkammer, die wird auch mit Chris wieder da sein. Aber bei Claire war das ja ein Safe Room. Und vielleicht können wir uns ja dorthin flüchten. Sollte der Licker wieder auf uns aufmerksam werden. Ups. Na. Weil so schleichen kann man ja nicht. Was ist da? Okay, haben wir doch die Munition. Wollte mich aufregen, warum man die nicht mitnehmen kann. So. Also, die Munition wird reichen zum Töten, aber der Schaden reicht nicht, der macht uns ziemlich viel Schaden. Was zum? Was zum? Puh. Bei dem kann man nichts tun, ne? Na. So ganz, ganz, ganz langsam. Versucht das wirklich, dass er. Boah, glaub, wir sind durch. Wenn das da Zombie ist, ist da mal gefickt. Ich glaube, wir haben es geschafft. Ich habe überlegt, ob ich das Fenster zunagel, aber vielleicht nagelt ihr auch das zu oder vielleicht nagelt ihr bei mir gar keins zu. Immerhin gibt es da mal keine. Oh, okay, die kommen da nicht durch. Oh, Alter, Bill. Gleich da durch. Oh. Oh, ich liebe dieses Spiel, ich liebe es. Ganz ruhig. Was das? Na, was nicht? Ereignisbericht. 25. September. Kann sein, dass wir das alles schon mal gelesen haben, aber schadet nicht. Es ist übrigens auch kurz, nur mehr um zu Resident Evil 6 und 5 zurückzukehren. Das ist auch was, was ich da auf total vermisst habe. Wobei in Resident Evil 5 hat es nur gegeben, in Resident Evil 6 hat es das gar nicht mehr gegeben. So kleine Hinweise, so Zettelchen, solche Notizen oder so, so ein Fax, das ein bisschen die Hintergrundstory erleuchtet oder was, wo man so erfährt, was da passiert ist. Sowas finde ich immer extrem interessant. Und das ist mir auch total abgegangen. Das ist ein Storytelling, das gefällt mir einfach. 25. September. Aufgrund des plötzlichen Ausbruchs haben wir in der Polizeistation eine Schutzunterkunft eingerichtet. Sämtliches Polizeipersonal hat die Sicherheit der Bürger gewährleisten, während wir so viele wie möglich unterzubringen versuchen. Und der Zusatz zum 25. September. Eine der zufluchtsuchenden Personen hat uns mitten in der Nacht angegriffen und dabei einen Beamten getötet und drei weitere verletzt. Der Täter wurde schnell gefesselt. Wir vermuten, dass ihm aufgrund des enormen Stress die Nerven durchgegangen sind. 26. September. Ein Mob hat die Polizeistation angegriffen und dabei mehrere Todesopfer gefordert. Einige Überlebende konnten zwar hinter die Sicherheitstüre flüchten, wir sind jedoch umzingelt. Entkommen wird schwierig. Wir wissen nicht, ob wir die Kommunikationsausrüstung reparieren können und sind von der Außenwelt abgeschnitten. 27. September. Im Westflügel der Polizeistation ist es gegen 13 Uhr zu einem weiteren Angriff gekommen. Dabei starben 12 Personen und es gibt nur noch wenige Überlebende. Hier versinkt langsam alles im Chaos. David Ford Galaxy. So. Allein die Geräuschkulisse in dem Spiel, da kommt kein Resident Evil 6 dran, da kommt kein Resident Evil 5 dran. Ist ja. Karte der Polizeistation, First Floor. Nice. Sehr, sehr, sehr nice. Ja, jetzt kommen wir auch mit Chris in Räume, mit denen wir mit Claire nicht hinkommen, aber dafür kommen wir wahrscheinlich mit Chris andererseits wieder in ein paar Räume nicht rein, wo wir aber dafür mit Claire drin waren.
So, da braucht man einen Seitenschneider, den wir natürlich nicht dabei haben. Geil. Aber da kommt man rauf. Was machen wir jetzt da? Den kennen wir ja schon. So habe ich es gern. Da taucht da irgendwann mein Licker auf. War zumindest auch mit Claire so. So, da geht's nicht weiter. Irgendwo finden wir hier ein Item. Ah, da geht's einmal ins West Office. Hier haben wir. Was? Der ist jetzt durchgeglitscht, hat zumindest so ausgeschaut. Ah! Nice, wir kommen da rein. Bitte ist der Schrotflinte, bist du das? Bitte ist der. Oh, da ist der Schrotflinte, aber ich komme nicht rein. Scheiße. Na. No. Oh, Scheiße. Das wäre so schön gewesen. Hat man da irgend. Ich will echt nur mehr Ruhe haben. Schließfachterminal-Notiz. Auf der Tastatur des Schließfachterminals fehlen einige Tasten. Der Verantwortliche soll Ersatztasten besorgen und das umgehend reparieren. In Klammer, du weißt schon, dass du gemeint bist, du Dreckskerl. Wer sonst würde so einen Mist bauen? Da hinten wäre die Dunkelkammer, warte mal. Was zum? So, bei dem müssen wir leider auch vorbei. Das wird mies. Nice. Sehr, sehr, sehr nice. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Gott, dumme. So, das Messer wird jetzt hin sein. Ich wollte eigentlich das machen. Ich weiß nicht, ob noch einer durchkommt, aber. Könnt ihr mich bitte mal in Ruhe lassen? Was zum Teufel? Ja, ich lasse den jetzt einmal. Ich glaube, es ist wieder. Ja, es ist ein Safe Room. Oh, Gott sei Dank, die Musik. Oh. Oh. Es ist immer so beruhigend, es ist so schön. Was haben wir da drin? Ah, Schießpulver. Was haben wir da drin? So eine Munition. Ah, Notiz. Heilwirkung von. Ah, okay, das kennen wir schon. Seit Anbeginn der Zeit behandeln die Menschheit Krankheit mit Heilkräutern. In diesem Buch stellen wir drei dieser in der Akle Bergen heimischen Kräuter vor. Grüne Kräuter heilen einfache Verletzungen, während blaue Kräuter seit langem als Gegengift eingesetzt werden. Was die roten Kräuter betrifft, so sehen die zwar schön aus, besitzen jedoch keine Heilwirkung. Zumindest dachte man das bislang.
Es ist allgemein bekannt, dass man durch die Kombination von Heilkräutern Mixturen erhält, die deren Wirkung steigern. Und wie wir herausfanden, spielen die roten Kräuter dabei eine zentrale Rolle. Einem Doktor der asiatischen Medizin zufolge erhält man durch die Mischung von blauen und roten Kräutern eine Mixtur, die die Konstitution stärkt. Tatsächlich stehen wir gerade erst am Anfang der Erforschung des wahren Potenzials dieser Kräuter und ihrer Heilwirkung. Weitere Forschung dürfte noch faszinierendere Ergebnisse hervorbringen. Nice. So. Wie speichert gleich ab? Haben wir da noch? Film ist Beweismaterial, nicht liegen lassen. Können wir gleich mal kombinieren? Ja, da braucht man wieder einen Film. Ah, okay, dann gibt es so eh nichts mehr. So, die Frage ist, okay, zwei Einheiten Schießpulver gibt Pistolenmunition. Kommen wir mit Schießpulver, Flintmunition oder okay. Ich glaube, ich werde trotzdem mal. Was für Pistolenmunition? Die Matilda oder andere? Tatsächlich für die da, okay. Werden wir die Arme nachladen. So. Das verstauen wir, das verstauen wir, das verstauen wir auch. Ich nehme das einmal mit. Vorsichtshalber. Und wir brauchen auch wieder. Nimm das einmal mit. So. Speichere mir ab. Dann gehen wir weiter. So, wir haben ja draußen da noch den einen Zombie. Die Dame ist jetzt aber weg. So. Da wird es raufkommen, da finden wir noch etwas. Und da ist das Büro der Westseite, aber durch diese Tür kommen wir noch nicht. Dann würde ich mal sagen. Da hinten ist. Verdammt. Dann würde ich mal sagen, dass wir ins Westbüro mal schauen. Was ist da eigentlich? Kommen wir da rein? Da mal. Da? Nö. Da ist zu. Okay. Dann gehen wir da mal rein. Der lebt sicher. So, da haben wir wieder Schießpulver. Schießpulvernutzung. Ah, Pistolenmunition zweimal Schießpulver. Flintmunition Schießpulver und hochwertiges Schießpulver gelb. Magmunition zweimal gelbes hochwertiges Schießpulver. Auf der Polizeistation wird langsam die Munition knapp. Setzen Sie jedes bisschen Schießpulver klug ein, das Sie auftreiben können. Verschiedene Waffen benötigen verschiedene Munition. Passen Sie also beim Kombinieren auf, dass Sie auch die benötigte Munition erhalten. Okay, nehmen wir die wieder. Der steht auch auf. Und ich glaube, da war genau, da war auch wieder ein Tresor. Und wir auch wieder den Code brauchen, den ich leider auch nicht mehr weiß. So. Sagen wir da. Einsatzbericht. 28. September 2:30 Uhr. Außer mir sind noch drei andere übrig. Keine Waffen, keine Munition. Und zu viele Scharmützel haben uns geistig und körperlich ausgelaugt. Wir werden es nicht schaffen. Officer Phillips hat vorgeschlagen, durch die Kanalisation zu fliehen. Hier soll es noch einen Tunnel aus den Zeiten des Museums geben. Ich habe Ihren Vorschlag zunächst abgelehnt, aber jetzt klingt er eigentlich ganz gut. Es gibt zwar keine Beweise für den Tunnel oder dafür, dass die Kanalisation nicht aus Zombie verseucht, nicht auch Zombie verseucht ist. Aber ich will hier nicht rumsitzen und auf den Tod warten. Ich werde versuchen, mehr über diesen Tunnel herauszufinden. Elliot Edward.